Hallo zusammen. Die Argumente, die wir bisher besprochen haben für die Existenz Gottes, hatten alle eine singuläre Struktur. Das heißt, wir haben jeweils versucht, ein einzelnes Argument zu formulieren, das dann zu der Konklusion führen soll, also gibt es einen Gott. Wir haben Argumente betrachtet, die aus der Existenz des Universums argumentieren, aus der Existenz von Ordnung oder Leben im Universum. Argumente, die aus Wundern oder aus religiösen Erfahrungen argumentieren und so weiter und so fort. Aber, wie wir gesehen haben, keines dieser Argumente war für sich allein betrachtet erfolgreich. Keines konnte die Existenz Gottes nachweisen. Aber könnte es jetzt nicht sein, dass wir einen anderen Ansatz versuchen müssten, wenn wir nicht mehr jedes einzelne Argument betrachten, sondern mehrere zusammen? Was wäre dann? Könnte ein solches Argument, das die einzelnen Argumente bündelt, nicht ein viel stärkeres Argument ergeben? Nehmen wir mal ein Beispiel dafür, wie ein solches kumulatives Argument, das mehrere einzelne Argumente bündelt, aussehen könnte. Stellen Sie sich vor, ein Detektiv soll ein Verbrechen aufklären. Er steht also vor der Frage, wer hat den Lord ermordet? Er hat den Gärtner im Verdacht, aber der Detektiv hat keinen sicheren Beweis, mit dem er nachweisen könnte, dass der Gärtner der Mörder ist. Wie würde der Detektiv in dieser Situation nun vorgehen? Nun, er sammelt Indizien und überlegt, wofür diese Indizien sprechen. Zum Beispiel könnte der Detektiv im Rahmen seiner Ermittlungen herausfinden, dass der Gärtner kein überprüfbares Alibi hat. Aber natürlich, das haben vielleicht andere auch nicht. Es könnte ja sein, dass der Butler ebenfalls kein überprüfbares Alibi hat. Aber nur weil man nicht nachweisen kann, dass man zur Tatzeit woanders gewesen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man auch der Täter sein muss. Eine Menge Leute haben für die fragliche Tatzeit bestimmt kein Alibi und sind nicht alle der Mörder. Der Detektiv findet vielleicht auch raus, dass der Gärtner ein Motiv hat. Vielleicht hatte den Lord mal um Geld gebeten, dass der ihm nicht leihen wollte, als er in einer kritischen Situation gesteckt hat. Aber andere haben natürlich auch ein Motiv. Der Lord hatte sehr viele Feinde, der war nicht gerade ein beliebter Mensch. Und nur weil jemand ein Motiv hat, muss er ja nicht gleich auch zum Mörder werden. Sehr viele Leute hassen ihren Chef und lassen ihn trotzdem am Leben. Also das Motiv alleine beweist auch noch nicht, dass der Gärtner der Mörder ist. Und der Detektiv findet schließlich heraus, dass der Gärtner Fingerabdrücke auf der Tatwaffe hinterlassen hat. Dummerweise war die Tatwaffe eine Gartenaxt, die der Gärtner sowieso ständig benutzt. Also wären seine Fingerabdrücke auch dann drauf, wenn er nicht der Mörder wäre. Also auch das ist kein sicherer Beweis. Nun, der Detektiv hat also zwar eine Menge Indizien, aber keinen einzigen hieb- und stichfesten Beweis. Jedes Argument, das er vorbringen kann, ist für sich betrachtet nicht überzeugend, beziehungsweise es kann widerlegt werden. Aber wenn man nun alle Indizien zusammennimmt, dann sprechen die doch sehr stark dafür, dass der Gärtner der Mörder ist. Beweisen tun es diese Indizien nicht, also nicht in dem Sinne, dass es unwiderlegbar wäre. Aber sie machen es doch sehr wahrscheinlich, dass der Gärtner der Mörder ist. Es könnte natürlich trotzdem falsch sein. Also es ist logisch nicht ausgeschlossen, dass der Gärtner nicht der Mörder ist. Also es wäre kein Widerspruch zu denken, dass der Gärtner nicht der Mörder ist. Aber in dieser Situation, die ich jetzt gerade beschrieben habe, würden wir uns doch sehr wundern, wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass der Gärtner nicht der Mörder war. Sicher, der Gärtner könnte sich hinstellen und sagen, ja gut, ich habe kein Alibi und ich habe auch ein ziemlich überzeugendes Motiv, den Lord zu ermorden und meine Fingerabdrücke sind auf der Tatwaffe, aber ich war es trotzdem nicht. Wir wären ziemlich naiv, wenn wir diesem Gärtner das glauben würden. Also es wäre alles andere als rational, wenn wir diese Ausflucht einfach so hinnehmen würden. Angesichts der Indizien, die dem Detektiv vorliegen, wäre es rein logisch denkbar, also möglich, also widerspruchsfrei, dass der Gärtner nicht der Mörder ist, aber es wäre alles andere als vernünftig, das auch zu glauben. Könnte es jetzt nicht in Bezug auf die Existenz Gottes einen ähnlichen Ansatz geben? Wenn keines der Argumente, die wir bisher für die Existenz Gottes besprochen haben, für sich betrachtet überzeugend ist, was passiert denn dann, wenn man die Argumente bündelt und zu einem großen Kettenargument sozusagen zusammenfasst? Das ist die Idee hinter diesem kumulativen Ansatz, der Idee, ein kumulatives Argument für die Existenz Gottes zu entwickeln. Wir versuchen also dann, eine Art Indizienbeweis für das Dasein Gottes zu finden.
Wir wollen nicht beweisen, dass Gott existiert, durch ein einziges schlagendes Argument, sondern durch eine Menge von Indizien wollen wir den Glauben an die Existenz Gottes so wahrscheinlich machen, dass es absurd wäre, den Glauben zu leugnen. Nun, solche kumulativen Argumente sind eine Erfindung maßgeblich des 20. Jahrhunderts und die wichtigste in der Gegenwart diskutierte Variante des kumulativen Argumentes stammt vom britischen Religionsphilosophen Richard Swinburne. Swinburne hat in seinem 1979 erschienenen Buch The Existence of God ein sehr umfassendes und detailliert ausgearbeitetes kumulatives Argument für die Existenz Gottes vorgelegt. Er bezieht eine ganze Reihe von klassischen und vielleicht auch weniger klassischen Einzelargumenten für die Existenz Gottes in sein Kumulativargument mit ein. Er berücksichtigt dabei unter anderem das kosmologische Argument, also die Tatsache, dass ein Universum existiert, das teleologische Argument, also die Existenz von Ordnung und Leben im Universum. Er bringt die Existenz von Bewusstsein und von Moralität mit ins Spiel, ebenso die göttliche Vorsehung sowie ein Argument aus der Geschichte und aus der Existenz von Wundern. Er diskutiert ebenfalls im Rahmen des kumulativen Argumentes die Existenz von Übel und Leiden als Gegenargument gegen die Existenz Gottes. Und schließlich nimmt er noch die religiöse Erfahrung hinzu. Also eine ganze Menge von Argumenten, denen wir hier bereits begegnet sind oder denen wir noch begegnen werden. Alles zusammen, sagt Swinburne nun, macht es vernünftig, an die Existenz Gottes zu glauben. Die einzelnen Argumente für sich reichen nicht aus, aber zusammengenommen machen sie es vernünftig, an die Existenz Gottes zu glauben. Das heißt, es ist vernünftiger zu glauben, dass es einen Gott gibt, als zu glauben, dass es ihn nicht gibt. Notwendig ist das aber nicht, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Nun, wie funktioniert dieses Swinburne'sche Argument? Schauen wir uns das mal im Detail an. Swinburns Argument basiert auf einer ganz bestimmten wissenschaftstheoretischen Auffassung von Erklärungen, der sogenannten Bayesianischen Theorie von Erklärung oder kurz Bayesianismus. Diese Theorie ist benannt nach Thomas Bayes, das ist ein britischer Mathematiker des 18. Jahrhunderts, der die mathematischen Grundlagen dieser Theorie entwickelt hat. Der Bayesianismus ist prinzipiell eine Theorie darüber, wie die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Hypothese eingeschätzt werden kann, beziehungsweise wie sich die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese im Prozess von Bestätigung und Widerlegung dieser Hypothese verändert. Das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Das Prinzip besagt, wenn wir eine Untersuchung starten über irgendeine wissenschaftliche Hypothese oder sonst irgendeine Hypothese, was auch immer das jetzt sein mag, dann hat diese Hypothese, deren Wahrscheinlichkeit wir untersuchen, eine bestimmte Ausgangswahrscheinlichkeit. Also für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wir sie von Anfang an halten. Wenn nun Belege auftauchen, die für diese Hypothese sprechen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, die wir der Hypothese zuordnen. Und wenn Belege auftauchen, die dagegen sprechen, naja, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit eben ab. Nehmen Sie nochmal unseren Detektiv von eben. Angenommen, es gibt in diesem Fall jetzt drei Verdächtige, den Gärtner, den Butler und den Koch. Und angenommen, nur diese drei Personen kämen überhaupt als mögliche Täter in Frage. Dann ist die Ausgangswahrscheinlichkeit dafür, dass die jeweilige Person der Mörder ist, für jeden gleich. Also genau ein Drittel in jedem Fall. Sofern der Detektiv noch keine anderen Belege angeschaut hat, muss er davon ausgehen, dass für jeden die Hypothese, diese Person ist der Mörder, gleich groß ist. Und weil es drei Personen sind, muss die Wahrscheinlichkeit dann eben ein Drittel betragen. Wenn nun der Detektiv die Fingerabdrücke des Gärtners auf der Tatwaffe findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die Hypothese, der Gärtner ist der Mörder, angestiegen. Wenn der Detektiv nun aber feststellt, dass der Gärtner für die Tatzeit ein Alibi hat, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit für die Hypothese, der Gärtner ist der Mörder, wieder. Der Bayesianismus formalisiert dieses intuitive und alltägliche Verfahren zur Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten. Und wie genau macht er das? Nun, wir beginnen ganz einfach mit einer bestimmten Hypothese. In unserem Fall, beziehungsweise in Swinburns Fall, ist das jetzt die Hypothese, es gibt einen Gott. Dann fragen wir uns, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Hypothese wahr ist? Gemeint ist hier, wenn von Wahrscheinlichkeit die Rede ist, die subjektive Wahrscheinlichkeit. Und darüber müssen wir vielleicht noch kurz ein kleines bisschen reden, was genau subjektive Wahrscheinlichkeit eigentlich meint.
Das Gegenteil zu subjektiver Wahrscheinlichkeit ist, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, die objektive Wahrscheinlichkeit. Objektive Wahrscheinlichkeit, das ist statistische Wahrscheinlichkeit, also die Art von Wahrscheinlichkeit, die Sie aus der Stochastik im Matheunterricht kennen. Also, kleines Beispiel, bei einem normalen Würfel ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine 6 würfeln, ziemlich genau ein Sechstel. Warum? Naja, wenn Sie, keine Ahnung, 6000 Mal würfeln oder so, dann werden ziemlich genau 1000 Würfe davon eine 6 ergeben. Das heißt, ein Sechstel aller Würfe sind statistisch betrachtet eine 6. Deswegen ordnet man jeder Zahl die Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel zu, eben wegen dieser statistischen Häufigkeit, wie oft der beschriebene Fall eintritt. Subjektive Wahrscheinlichkeit hingegen ist was anderes. Subjektive Wahrscheinlichkeit bedeutet, für wie wahrscheinlich halte ich eine bestimmte Hypothese oder ein bestimmtes Ereignis oder so etwas. Nehmen wir als Beispiel, ich denke, dass es heute Nachmittag wahrscheinlich regnen wird. Dieses wahrscheinlich bezieht sich in dem Satz jetzt auf die Art und Weise, wie ich die Hypothese, heute Nachmittag wird es regnen, auffasse. Ich weise dieser Hypothese eine bestimmte hohe Wahrscheinlichkeit zu. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist natürlich keine statistische Wahrscheinlichkeit. Heute Nachmittag gibt es nur einmal und ich kann nicht eine bestimmte Vielzahl von Fällen von heute Nachmittag miteinander vergleichen und überprüfen, an wie viel Prozent von heute Nachmittagen es regnen wird. Das geht natürlich nicht, weil es eben nur diesen einen Fall des heute Nachmittag gibt. Subjektive Wahrscheinlichkeit ist dann der subjektive Grad des Fürwahrhaltens einer bestimmten Hypothese, also für wie wahr oder für wie wahrscheinlich halte ich die Hypothese, dass es heute Nachmittag regnen wird. Die Frage lautet also für Swinburne, wenn nach der subjektiven Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes gefragt wird, wie hoch sollte der Grad unseres Überzeugtseins von der Existenz Gottes sein? Bitte beachten Sie das Wörtchen sollte an der Stelle hier. Es geht also nicht darum, für wie subjektiv wahrscheinlich Menschen die Existenz Gottes halten, de facto halten, sondern es geht darum, für wie wahrscheinlich sie die Existenz Gottes halten sollten. Und zwar, welcher Grad von Gewissheit also rational ist, sollte im Sinne von rationalerweise, sollten wir so und so denken. Subjektive Wahrscheinlichkeiten können natürlich rein faktisch betrachtet auch vollkommen irrational sein. Also ein Spieler im Casino glaubt beispielsweise bei irgendeinem Würfelspiel, dass der nächste Wurf, den er macht, garantiert eine 6 werden wird, weil er heute seine Glücksunterhose anhat oder was weiß ich was. Das ist dann natürlich eine sehr hohe subjektive Wahrscheinlichkeit, die er faktisch diesem Ereignis zuweist, dass es eine 6 geben wird. Aber rein rational betrachtet spricht überhaupt nichts dafür, dass er diesem Ereignis eine so hohe subjektive Wahrscheinlichkeit zuweisen sollte. Seine Glücksunterhose hat nämlich entgegen dem Anschein keinerlei Einfluss auf das Ergebnis des Wurfes. Nun, der Bayesianismus ist also eine Theorie, so könnten wir das zusammenfassen, die uns erklärt, welche subjektiven Wahrscheinlichkeiten wir einer Hypothese vernünftigerweise zuweisen sollten. Also, fangen wir mal damit an. Wie wahrscheinlich sollten wir die Existenz Gottes einschätzen, wenn wir vernünftig sind? Laut Swinburne hängt die ganze Sache von insgesamt zwei Faktoren ab. Der erste Faktor ist die Ausgangswahrscheinlichkeit der Hypothese. Der zweite Faktor ist die Erklärungskraft der Hypothese. Nun, was heißt das? Was ist mit diesen beiden Begriffen gemeint? Fangen wir mal mit der Ausgangswahrscheinlichkeit an. Ausgangswahrscheinlichkeit, das ist ganz einfach die Wahrscheinlichkeit, die wir einer Hypothese zuweisen, bevor wir irgendwelche Belege dafür oder dagegen haben. Man kann hier auch von der intrinsischen Wahrscheinlichkeit einer Hypothese sprechen oder im Englischen ist es üblich von prior probabilities zu reden. Nehmen Sie nochmal unser Detektivbeispiel, das hat uns ja bisher ganz gut weitergeholfen. Also es gibt drei mögliche Täter, den Gärtner, den Butler und den Koch und es gibt noch keinerlei Indizien, die für oder gegen irgendjemanden dieser drei sprechen. Also ist die Ausgangswahrscheinlichkeit in dieser Situation für alle drei gleich, das heißt genau ein Drittel oder 33%. Und im Beispiel vom Würfelwurf, da ist die Ausgangswahrscheinlichkeit für die Hypothese, dass sie eine 6 würfeln, genau ein Sechstel, also 16,6%. Bei der Existenz Gottes ist das jetzt leider ein bisschen komplizierter, diese Ausgangswahrscheinlichkeit vernünftig anzugeben. Es gibt ja keine statistische Möglichkeit wie bei dem Würfelbeispiel oder keine Gleichverteilung wie bei den drei Tatverdächtigen.
Bei der Existenz Gottes haben wir nur diesen einzigen Fall, Gott existiert oder er existiert nicht. Es ist also unmöglich, hier eine statistische Einschätzung für die Wahrscheinlichkeit abzugeben. Was machen wir denn dann? Nun, Swinburne sagt, wir brauchen ein paar intrinsische Merkmale dieser Hypothese. Merkmale, die es uns erlauben, ihre Ausgangswahrscheinlichkeit festzulegen. Wenn wir das Ganze vernünftig machen wollen. Ich meine, wir könnten natürlich auch einfach total aus dem Bauch raus sagen, ja, also ich habe das Gefühl, die Existenz Gottes ist ziemlich wahrscheinlich, deswegen mindestens 95%. Aber dann ist natürlich jede rationale Argumentation vollkommen sinnlos, weil sie dann einfach nur eine subjektive Einschätzung abgeben, die durch nichts begründet ist. Also, was könnten das für intrinsische Merkmale sein, die eine rational begründete Zuweisung der Ausgangswahrscheinlichkeit erlauben? Swinburne sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Übereinstimmung mit dem Hintergrundwissen, inwiefern passt die Hypothese zu unserem Hintergrundwissen. Das zweite ist die Einfachheit der Hypothese. Also, schauen wir uns die erste Option an, das Hintergrundwissen. Je besser eine Hypothese mit dem übereinstimmt, was wir ohnehin bereits über die Wirklichkeit wissen, umso wahrscheinlicher ist sie. Was soll das bedeuten? Nun, einfaches Beispiel. Irgendjemand behauptet mir gegenüber, er habe gestern gesehen, wie ein Mensch durch die Fußgängerzone geschwebt ist oder sowas. Bevor ich jetzt irgendwelche Belege für oder gegen diese Hypothese oder diese Behauptung geprüft habe, kann ich sagen, dass diese Hypothese an sich betrachtet extrem unwahrscheinlich ist. Warum? Weil sie sehr schlecht zu dem passt, was ich ohnehin schon über die Welt weiß. Ich weiß, dass es zum Beispiel die Schwerkraft gibt und dass die Schwerkraft auf der Erde so groß ist, dass Menschen nicht einfach schwebend dagegen ankommen können. Ich weiß, dass Menschen keine Flügel haben, dass Menschen keine Flugfähigkeit besitzen und dass Menschen eigentlich nie durch die Luft fliegen können, ohne irgendwelchen technischen Hilfsmittel zu Hilfe zu nehmen. Insofern, angesichts alles dessen, was ich über die Natur und die Menschen weiß, ist es extrem unwahrscheinlich, dass irgendjemand durch die Fußgängerzone geschwebt ist. Und das kann ich sagen, ohne überhaupt irgendwelche Gründe für oder gegen diese Behauptung geprüft zu haben. Ganz einfach, weil die Übereinstimmung mit dem Hintergrundwissen so dermaßen gering ist. Wie ist das jetzt aber mit der Existenz Gottes? Wie passt die Existenz Gottes in mein Hintergrundwissen über die Welt rein? Naja, erstmal gibt es da überhaupt sehr wenig Hintergrund, der überhaupt in Frage käme für diese Abgleichung. Denn alles, was existiert, also das Universum selbst, die Lebewesen im Universum, die Menschen und so weiter und so fort, alles das ist ja ein potenzieller Kandidat für Belegmaterial für die Existenz Gottes. Also wir müssen das erstmal aus dem Hintergrund ausschließen, weil es ja etwas sein könnte, was für oder gegen die Existenz Gottes spricht. Swinburne sagt dann, es bleibt letzten Endes nur tautologisches Hintergrundwissen übrig, also analytische Wahrheiten der Logik, der Mathematik und so weiter und so fort, oder rein begriffliche Wahrheiten. Vor diesem Hintergrund, der zugegebenermaßen sehr, sehr dünn ist, ist die Existenz Gottes zumindest nicht widersprüchlich. Das macht die Hypothese jetzt nicht gerade wahrscheinlich, aber es heißt wenigstens, dass die Wahrscheinlichkeit für die Hypothese größer als null ist. Werfen wir jetzt einen Blick auf den zweiten Punkt, der die Ausgangswahrscheinlichkeit bestimmt. Das ist die Einfachheit einer Hypothese. Swinburne sagt, je einfacher eine Hypothese ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch wahr ist. Die Wissenschaft, so Swinburne, bevorzugt immer einfachere Hypothesen gegenüber komplizierteren. Nehmen Sie nochmal unseren Detektiv als Beispiel. Sagen wir, er findet die Aufnahme einer Überwachungskamera, die genau zeigt, wie der Gärtner den Lord ermordet. Jetzt gibt es zwei mögliche Hypothesen, mit denen wir dieses Phänomen erklären können. Nämlich erste Hypothese zur Erklärung, der Gärtner ist der Mörder und die Aufnahme zeigt den tatsächlichen Mord. Oder zweite Hypothese, der Gärtner ist nicht der Mörder, sondern jemand ganz anderes, der genauso aussieht wie der Gärtner und auch ein Motiv hätte, den Lord zu ermorden. Aber es ist halt eben nicht der Gärtner, sondern jemand anderes. Die zweite Hypothese ist unwahrscheinlicher, weil sie viel komplizierter ist. Wir brauchen eine weitere Person in unserem Szenario, von der vorher gar nicht die Rede war, und dadurch wird das ganze Szenario um einiges komplizierter. Beide Hypothesen sind natürlich vereinbar mit der Beobachtung, die wir gemacht haben. Bei diesem, sagen wir mal, Gleichstand der Vereinbarkeit mit den beobachteten Daten entscheiden wir aufgrund der Einfachheit, welche Hypothese wir bevorzugen und welche wir verwerfen.
Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel aus der Wissenschaft. Das erste Newtonsche Axiom besagt F gleich M mal A, also Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Und es besagt nicht F gleich M mal A plus 0,00000001. Es gibt natürlich keinen beobachtbaren oder messbaren Unterschied zwischen diesen beiden Formeln. Trotzdem bevorzugen wir das Einfachere. Warum? Eben einfach, weil es einfacher ist. Je einfacher, desto wahrscheinlicher. Wie einfach ist es denn jetzt mit der theistischen Hypothese? Also wie einfach ist die Hypothese, dass es einen Gott gibt? Swinburne sagt, extrem einfach. Denn die theistische Hypothese postuliert nur eine einzige Entität, einen einzigen Gott. Nicht viele Götter, nicht Hunderte, nicht Tausende, sondern nur einen einzigen. Und dieser Gott selbst ist ein extrem einfacher Gott, denn die göttlichen Attribute sind alle unendlich. Also Gott ist allmächtig, allwissend, allgütig und so weiter und so fort. Wir haben nicht einfach nur einen bestimmten finiten Wert. Sagen wir, Gott hat, keine Ahnung, 89% der überhaupt größtmöglichen denkbaren Macht und 57% der größten denkbaren Wissenskapazität. Nein, es ist alles unendlich. Jeder begrenzte, finite Wert, meint Swinburne, würde sofort die Frage provozieren, warum ist denn Gottes Macht jetzt gerade 89% und nicht 90% oder 50%? Diese Frage stellt sich bei unendlich nicht. Also sind diese Attribute auch sehr, sehr einfach, meint Swinburne. Und schließlich, diese Attribute Gottes sind alle kohärent. Denken Sie nochmal zurück, wie wir unseren Gottesbegriff definiert haben. Alle Eigenschaften Gottes, Allmacht, Allwissenheit und so weiter und so fort, sind verknüpft in dem einen Konzept der Vollkommenheit. Gott ist das vollkommene Wesen. Alles ist ableitbar, was Gott an Attributen hat, aus dieser einen Quelle der Vollkommenheit. Wir müssen uns also nicht fragen, warum hat Gott jetzt dieses Attribut oder jenes Attribut, warum ist er allmächtig, warum ist er allgütig, sondern wir können alle diese Fragen mit einem einzigen Begriff beantworten, nämlich Vollkommenheit. Also, sagt Swinburne, ist die Hypothese, dass es einen Gott gibt, eine extrem einfache Hypothese und besitzt deswegen eine relativ hohe intrinsische Wahrscheinlichkeit. Für sich betrachtet, ohne Rücksicht auf irgendwelche Belege oder auf die Realität der Welt, ist die Existenz Gottes zumindest relativ plausibel, meint Swinburne. Das war jetzt also die Ausgangswahrscheinlichkeit. Das ist der eine Faktor, der uns dabei hilft, die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese zu bestimmen. Der zweite Faktor, der jetzt ins Spiel kommt, das ist die Erklärungskraft der Hypothese. Erklärungskraft bedeutet, eine Hypothese ist umso wahrscheinlicher, je höher ihre Erklärungskraft ist. Das bedeutet, wir schauen uns bestimmte Phänomene an, die prinzipiell für oder gegen die Hypothese sprechen könnten. Wenn die Hypothese die Phänomene gut erklärt, beziehungsweise wenn die Hypothese uns diese Phänomene erwarten lässt, dann hat die Hypothese eine hohe Erklärungskraft. Und umgekehrt, wenn die Hypothese die Phänomene nicht gut erklärt, beziehungsweise wenn die Phänomene nicht zu erwarten wären, wenn die Hypothese wahr ist, dann hat die Hypothese eine geringe Erklärungskraft. Klingt abstrakt, deswegen nochmal unser Detektiv zur Erläuterung. Der Detektiv bildet sich jetzt die Hypothese, dass der Gärtner der Mörder ist. Nun findet er auf der Tatwaffe die Fingerabdrücke des Gärtners. Jetzt fragen wir uns, angenommen, dass die Hypothese wahr ist, also angenommen, dass es stimmt, dass der Mörder der Gärtner ist, sollten wir dann erwarten, dass die Fingerabdrücke des Gärtners auf der Tatwaffe sind? Ja, selbstverständlich sollten wir das erwarten. Die Hypothese, dass der Gärtner der Mörder ist, hat also eine hohe Erklärungskraft für die These, für die Phänomene, also das beobachtete Phänomen, dass die Fingerabdrücke auf der Tatwaffe zu finden sind. Die Fingerabdrücke auf der Tatwaffe lassen sich extrem gut erklären, wenn man annimmt, dass der Mörder der Gärtner ist. Wenn sich jetzt hingegen bei den weiteren Untersuchungen herausstellt, dass der Gärtner zum Zeitpunkt des Mordes hunderte Kilometer weit entfernt im Urlaub gewesen ist, dann hat die Mörderhypothese eine ziemlich geringe Erklärungskraft. Also wenn der Gärtner der Mörder war, dann sollte man gerade nicht erwarten, dass er zum Zeitpunkt irgendwo anders am Strand gelegen hat. Dass der Gärtner weit weg war zum Tatzeitpunkt, kann also nicht gut durch die Hypothese erklärt werden, dass er der Mörder ist. Also ist die Erklärungskraft der Hypothese gering und ihre Wahrscheinlichkeit sinkt wieder. So das Prinzip. Wie sieht das Ganze nun beim Theismus aus? Wie groß ist denn die Erklärungskraft der Gotteshypothese?
Swinburne sagt, um das zu klären, müssen wir jedes in Frage kommende Phänomen einzeln gesondert untersuchen. Also jedes Phänomen, das als Beleg für oder gegen die Existenz Gottes in Frage kommt, muss separat betrachtet werden. Machen wir es mal an einem einzelnen Beispiel ein bisschen deutlich wenigstens. Nehmen wir die Existenz des Universums, also das klassische kosmologische Argument. Wäre die Existenz des Universums zu erwarten, wenn es einen Gott gibt? Swinburne sagt, ja, sie wäre sogar sehr zu erwarten, denn Gott ist vollkommen gut. Also das steckt im Begriff Gottes bereits drin. Und wenn etwas vollkommen gut ist, dann will es seine Güte auch mitteilen. Also es will diese Güte veräußern an irgendetwas anderes. Das heißt, Gott hat einen guten Grund, Wesen zu schaffen, die an seiner Güte partizipieren können. Und deswegen muss er auch ein Universum schaffen, in dem es diese Wesen geben könnte. Außerdem, Swinburne ergänzt das noch, sagt er, dass überhaupt etwas existiert, ist besser, als dass nichts existiert. Wenn ein guter Gott das Gute will, dann muss er daher auch etwas erschaffen, weil etwas ist immer besser als nichts. Also, schließt Swinburne, die theistische Hypothese hat eine hohe Erklärungskraft für das Phänomen der Existenz der Welt. Angesichts der Wahrheit dieser Hypothese, also wenn es wahr wäre, dass es einen Gott gibt, dann sollte man erwarten, dass er auch eine Welt schafft. Die Existenz der Welt erhöht damit die Wahrscheinlichkeit der Hypothese, dass es einen Gott gibt. Swinburne spielt dieses Argument dann sehr ausführlich für die ganzen anderen Punkte durch, die wir am Anfang erwähnt haben, also für die Existenz von Ordnung und Leben im Universum, für die Existenz von Wundern und so weiter und so fort. Das gucken wir uns jetzt nicht alles im Detail an. Das Prinzip ist ungefähr das gleiche wie das, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Aber er kommt dann am Ende zu dem Schluss, dass diese Phänomene durch die Existenz Gottes erklärbar sind und dass daher diese Phänomene alle die Wahrscheinlichkeit der theistischen Hypothese erhöhen. Er berücksichtigt auch das Problem des Übels, über das wir beim nächsten Mal noch intensiver sprechen müssen, und sagt, ja, die Existenz von Leid und Übeln in der Welt spricht natürlich gegen die Existenz Gottes. Also das wäre eigentlich nicht zu erwarten, wenn es einen guten Gott gibt. Aber es reduziert die Wahrscheinlichkeit für die Existenz Gottes, nur es schließt die Existenz Gottes nicht vollständig aus. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Argumenten oder Belegen, die die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes erhöhen und ein Argument oder ein Beleg, der die Wahrscheinlichkeit reduziert. Letzten Endes, wenn man das alles so aufsummiert, meint Swinburne, kommt man dahin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, irgendwo größer als 0, aber kleiner als 0,5 sein sollte. Das heißt, alleine für sich genommen sind diese Argumente noch kein Grund, an die Existenz Gottes zu glauben. Die Existenz Gottes ist dann nicht vollkommen unplausibel, aber nicht so wahrscheinlich, dass sie wahrscheinlicher wäre als ihr Gegenteil. An der Stelle kommt dann das entscheidende Gewicht für Swinburne der religiösen Erfahrung zu. Er argumentiert, es ist vernünftig, wenn wir den Berichten über religiöse Erfahrungen von Gott oder auch eigenen Erfahrungen trauen, wenn es nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dass es einen Gott gibt. Also sofern die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, nicht gleich null oder quasi null ist, ist es rational zu glauben, dass religiöse Erfahrungen von uns oder von anderen Leuten uns die Wahrheit zeigen. Das kumulative Argument, das Swinburne präsentiert hat, das hat aber nun gerade gezeigt, dass die Existenz Gottes nicht völlig unwahrscheinlich ist, also irgendwo zwischen 0 und 0,5 liegt, also nicht vollkommen aus der Welt ist. Also, schließt Swinburne, ist es vernünftig, den religiösen Erfahrungen zu trauen und das hebt dann die Existenz Gottes über diese Schwelle von einer Wahrscheinlichkeit von 0,5%. Das heißt jetzt also nicht, dass es notwendigerweise einen Gott gibt. Dieses Argument, was Swinburne vorlegt, ist kein Gottesbeweis. Also es endet nicht bei einer Wahrscheinlichkeit von 1. Es heißt nur, dass es vernünftig ist, aber eben nicht zwingend ist, an die Existenz Gottes zu glauben. Wenn Sie es in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken wollen, müssen Sie so sagen, wenn man das Gewicht der religiösen Erfahrung mit einbezieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, irgendwo in der Mitte zwischen 0,5 und 1. Wäre sie genau 1, dann müssten wir an Gott glauben, dann hätten wir gar keine andere Wahl. Wäre sie unter 0,5, dann wäre es unvernünftig, an Gott zu glauben. Aber liegt sie dazwischen, dann ist es vernünftig, an Gott zu glauben, aber eben kein Muss, sondern der Glaube kann immer noch eine freie Entscheidung sein.
Nun, was sollten wir jetzt von Swinburns Argument halten? Ist das überzeugend? Ist die Existenz Gottes tatsächlich angesichts der diversen Phänomene, die wir beobachten können, die wahrscheinlichere Hypothese oder die beste Erklärung, über die wir verfügen? Nun, das hängt davon ab, wie wir die Wahrscheinlichkeiten einschätzen wollen, beziehungsweise ob wir Swinburns Einschätzung der Wahrscheinlichkeiten zustimmen. Und das ist gar nicht so einfach, das klarzumachen. Swinburne sagt, der Theismus ist einfach, also ist er wahrscheinlich. Diese Behauptung enthält gleich zwei kritische Thesen, nämlich zum einen die These, dass Einfachheit gleich Wahrscheinlichkeit ist, und zum anderen die davon verschiedene These, dass der Theismus selbst eine einfache Hypothese ist. Fangen wir mal mit dem ersten Problem an. Wieso sollte man Einfachheit und Wahrscheinlichkeit miteinander gleichsetzen? Das funktioniert nur, wenn man eine bestimmte metaphysische These voraussetzt, nämlich die, dass die Realität selbst einfach ist. Aber warum sollte man das glauben? Wie könnte man das begründen, ohne die These selbst bereits vorauszusetzen? Jedes Beispiel, das Sie dafür anführen, dass die Wirklichkeit, die Realität, selbst einfach strukturiert ist und nicht kompliziert, ist ja selbst eine Beobachtung dieser Realität und basiert genau auf diesem Prinzip, dass die Realität selbst einfach ist. Sie können also keine nicht zirkuläre Begründung dieser metaphysischen These geben. Wir stehen also einfach da und müssen diese These, die Realität ist simpel, entweder glauben oder nicht glauben. Und was heißt überhaupt Einfachheit? Heißt es, dass wir möglichst wenige Entitäten annehmen sollten, zum Beispiel nur einen Gott und nicht viele? Das wäre eine mögliche Deutung von Einfachheit. Aber an anderer Stelle sagt Swinburne dann, dass unendlich ein maximal einfacher Wert ist, also wenn es um die unendlichen Attribute Gottes geht. Wie ist denn das miteinander zusammenzubringen? Wären dann nicht unendlich viele Götter mindestens genauso einfach wie ein Gott oder vielleicht sogar noch einfacher? Also was ist eigentlich die Bedeutung von Einfachheit in diesem Szenario hier? Es sieht so aus, als wären unterschiedliche und teilweise gar nicht miteinander kompatible Begriffe von Einfachheit am Werk hier in Swinburns Argument. Ein anderes Problem, das jenseits dieser Thematik der Einfachheit liegt, ist die Frage, wie sollen wir die Wahrscheinlichkeiten für die Alternativen zum Theismus einschätzen? Wir müssen ja zum Beispiel überlegen, wie wahrscheinlich die Existenz eines Universums ist, wenn es einen Gott gibt, und wie wahrscheinlich die Existenz des Universums ist, wenn es keinen Gott gibt. Und dann müssen wir die beiden miteinander vergleichen und schauen, welches von beiden wahrscheinlicher ist. Und Swinburne will ja darauf hinaus zu sagen, dass die Existenz eines Universums viel wahrscheinlicher ist, wenn es einen Gott gibt, als wenn es keinen Gott gibt. Die theistische Hypothese hat nur dann Erklärungskraft, wenn die Existenz des Universums nicht sowieso zu erwarten gewesen wäre. Also ein letztes Mal noch unser Gärtnerbeispiel. Dass der Gärtner zum Zeitpunkt des Mordes im Landsitz gewesen ist, erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit, dass er der Mörder ist. Er ist ja ohnehin immer da. Er lebt da, er arbeitet da. Ob er der Mörder ist oder nicht, er wäre in jedem Falle da gewesen. Also besitzt diese Hypothese keine, also diese, dieser Beleg besitzt, also erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit der Hypothese. So, ja. Wie sollte man jetzt wieder zurück zum kosmologischen Argument, wie sollte man seriöserweise die Wahrscheinlichkeit dafür einschätzen, dass es ein Universum einfach so gibt, also ohne einen Gott? Es ist überhaupt nicht klar, wie hier eine Antwort aussehen könnte und wie eine vernünftige Einschätzung dieser Wahrscheinlichkeit überhaupt möglich sein sollte. Wir kennen ja nur dieses eine Universum. Wir haben nicht die Möglichkeit, eine Statistik anzustellen, wie viele Universen gibt es, in wie vielen Universen gibt es einen Gott, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Universum ohne Gott entsteht. Es ist vollkommen unmöglich, hier eine plausible Einschätzung abzugeben. Dann sieht es aber so aus, wenn diese Einschätzung gar nicht möglich ist, als würde Swinburne mit gezinkten Karten spielen. Wenn man nämlich die Wahrscheinlichkeit für die Alternativen zum Theismus von vornherein niedrig ansetzt und dann im Gegenzug die Einfachheit des Theismus als Grund dafür heranzieht, die Wahrscheinlichkeit des Theismus intrinsisch für sehr hoch zu halten, dann ist es kein Wunder, wenn man am Ende dabei landet, dass die Existenz Gottes höchst wahrscheinlich ist. Aber wenn man dieses Spiel mit gezinkten Karten nicht mitspielen möchte, dann führt dieses Argument letzten Endes zu gar nichts.